Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Felsbrunn. LS19 mit der zweiten Folge heute bereits schon. Ich habe gerade für 334 Euro getankt. Ja, muss auch immer sein, ne? Tanken muss auch immer sein. So, wir schnabulieren uns jetzt mal unsere Anhänger hier. Wir werden jetzt mal runterfahren zu unserer Mission, die momentan auf dem Feld 6 stattfindet. Oh ja, Feld 8. Quatsch, Feld 8 war es gewesen. Hier haben wir momentan noch jemanden, das ist der Günther, der ist momentan noch am Strickeln hier. Und auf dem Feld mit dem Drescher ist momentan der Herbert unterwegs. Der fährt auch rum. Und ich bringe jetzt erstmal einen Anhänger runter. Schauen wir erstmal, ob wir wirklich, ob wir alles verkaufen oder ob wir da vielleicht noch ein bisschen Geld rausbekommen. Wir schauen einfach mal, wie die Mission funktioniert. Vielleicht, naja, diese Folge wird vielleicht schwierig werden. Aber in den nächsten Folgen glaube ich schon, dass wir auf alle Fälle mit der Mission fertig werden und vielleicht sogar noch eine weitere machen. Mal schauen, ich weiß noch nicht. Bin noch nicht sicher, ich muss erst kalkulieren, wie lange das dauert, wie schnell das geht und will natürlich auch irgendwann, wenn es gestriegelt ist, möchte ich vorspulen, ne? Weil da kann der Drescher theoretisch schon auf unser Feld gehen als nächstes. Das bringt uns natürlich in unserem Plan sehr, 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 sehr weit vor. So, alles, was euch auf den Herzen liegt zum Thema Felsbrunn, könnt ihr jetzt gerne nochmal in die Kommentare schreiben, weil morgen kommen 4 Folgen Felsbrunn, ne? Samstag kommen die 4 Folgen Felsbrunn, Sonntag 4 Folgen Ravenport. Das heißt, alles, was ihr jetzt in die Kommentare schreibt, werde ich mir schön durchlesen natürlich und werde dann vielleicht morgen schon zum Einsatz bringen. Das heißt, morgen haben wir einen guten Tag vor uns, was das Thema Felsbrunn angeht. Freue ich mich schon drauf. War das Feld hier? Nee, oder? Nee, noch eins weiter. Hat gerade so ausgesehen hier links, als wie es schon abgeerntet wäre alles. Oh, das wird aber eine knappe Kiste hier, Herr Kollege. Aber ich bin ja schon da. Sehr gut. Oh, wo ist der Steintagswagen? Hier. So, wenn wir den Kollegen mal abtanken, ich weiß nicht, wie viel drin ist, aber Abtankerino. Das ist ja unsere erste Mission oder erste Erntemission nach dem Herausnehmen des Mods, ne, diesen Ertrag-Mods. Weizen ist das hier, guckt ihr das mal an. Ja, okay, Weizen ist natürlich einigermaßen ergiebig, ne? Ja, 500 Euro Lohnzahlung ist voll okay. Also wir haben ja, wie gesagt, den Strickel beschäftigt und den Drescher beschäftigt. Alter, kommt da viel Zeug raus. Deswegen sind 500 Euro oder fast 500 Euro wirklich okay. So, dann können wir hier stehen lassen. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, ich dresche lieber, wie ich strickle, muss ich ehrlich sagen. Das Gute ist halt, du kannst es dir halt aussuchen, ne? Das finde ich halt cool dran. Und wenn ich die Wahl habe, nehme ich tatsächlich Dreschen, ja, wirklich. Weil ich, das siehst du halt sofort was, ne? Bei dem Unkraut siehst du nicht so viel, weil du weißt zwar, okay, du hast das Unkraut beseitigt, aber du siehst nicht so viel von der Arbeit, ne? Bin sehr gespannt, dass ich nehme die zwei Felsbrunnenfolgen, die von heute auf morgen. Und die jetzige hier nehme ich ja hintereinander auf. Ich habe euch in der ersten Folge ja heute gefragt wegen dem, wegen den anstehenden Investitionen mit dem Mähwerk, mit dem Ladewagen und mit dem Fahrsilo. Bin ich sehr gespannt, was da rauskommt, weil wenn da wirklich, wie er sagt, okay, das geht in die richtige Richtung, das okay, dann machen wir das morgen bereits schon so, ne? Weil die Kohle ist da. Spricht jetzt nichts dagegen, dass wir das morgen gleich machen. Also, zumindest meine Meinung. Also, ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt schlecht wäre. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ach, kauft ihr doch lieber eine größere Sämaschine. Das ist aber, glaube ich, nur eine Momentaufnahme, eine größere Sämaschine. Die ist vielleicht für ein, zwei Mal ganz cool, aber das bringt uns, von der Abwechslung her, bringt uns das einfach gar nichts leider. Weil wir machen immer noch die gleichen Arbeiten. Und wenn wir wirklich das Mähwerk haben und den Silo, dann haben wir Mähen dabei, dann haben wir Silo-Festfahren dabei, Silo verladen, zu BGA fahren, verkaufen und so weiter und so fort. Also, wir haben wieder ganz, ganz, ganz viele neue Aspekte vom Spiel dabei.
Und das wäre halt der Reiz daran. Und nebenbei läuft natürlich alles andere weiter. Säen, ernten, dreschen, das Gleiche. Düngen, pflügen, weiß ich nicht, was noch alles. Also das bleibt halt deswegen nicht stehen. So, Innensicht wurde gerade gesagt, glaube ich. Denke ich mir zumindest gerade, dass da Kommentare kommen. Fahr mal mehr Innensicht. Mach ich, kein Problem. Boah, ich muss an unsere Heizung etwas runterdrehen. Hier ist so heiß im Zimmer, ey. Wahnsinn. Da, da, di, da, da. So, jetzt fahren wir hier nochmal nach links und dann gucken wir mal. Es kommt schon einiges runter hier vom Feld, ne? Meine Güte. So, sind wir fertig hier oder was? Ey, Alter, bleib doch mal stehen. Na doch, doch eine einigermaßen gerade Linie, hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Normalerweise, wenn ich in die Innenansicht fahre, ne? Alter, das kannst du nicht angucken. Ganz ehrlich, das kannst du nicht angucken. Kann nicht einstellen, ob wir das Stroh... Ah ja. Aha. Stroh wird abgelegt. Da können wir aber auch so machen, ne? Können wir eh nicht aufnehmen, deswegen ist es auch nicht relevant für uns. Machen wir kurz ein bisschen Beleuchtung an hier, weil wird Nacht. 19.03 Uhr haben wir's. Sollen wir nochmal abtanken oder schaffen wir noch eine Runde? Wir haben jetzt 55%, wir schaffen keine Runde mehr, ne? Wollte den Schneidwerk hochhalten beim Zurückfahren, habe dann festgestellt, dass die Geräteauswahl auf dem Drescher liegt und das Wasser einfach zu spät. Da steht auch noch ein Streifchen. Machen wir auch noch weg. So, das passt. Das heißt, wir müssen das hier... Das hat der Helfer stehen lassen. Ist aber auch okay. Ich glaube, ich habe ihn einfach zu spät gesagt, dass er die Ecke noch mitnehmen soll. Aber haben wir jetzt selber weggemacht. So, einmal abladen und dann geht es schon wieder weiter. Unser Striegel läuft. Ja, Striegel läuft, wunderbar. Das ist eben das, was ich gemeint habe, ne? Wenn du ein paar Fahrzeuge mehr hast, kannst du eben Sachen machen lassen. Das ist, finde ich, eben cool daran. Oh, wenn das alles unser wäre, ne? Ja. Träume sind Schäume. Geht das alles rein hier? Nö. Seht ihr nicht? Krass. Jetzt aber Röhrchen mit einfahren. Weiter geht's. Zug fährt auch vorbei. Es hat schon was, wenn das die Spielerwelt ein bisschen belebt ist, ne? Da fährt ein Zug vorbei, da fährt ein Auto vorbei, da geht jemand spazieren. Da fährt ein Bötchen. Fährt er nicht ein Bötchen? Ich weiß gar nicht. Wäre schon cool, ne? Genau, was ich mir noch anschauen wollte, sind die Grasflächen, weil ich natürlich auch wissen will, wie viele Grasflächen wir tatsächlich haben. So, ich weiß nämlich nicht, ob das alles unser ist hier oder ob das wirklich nicht... Warte mal, dann machen wir mal hier. Oh, okay. Das heißt, wir sind, geht nur bis hier hin, ne? Ja, guck dir das mal an. Diese Linie geht hier runter, das heißt, vom Feld 18 wäre nicht mehr. Das heißt, hier runter hätten wir noch ein bisschen Gras auf alle Fälle. Hier unten hätten wir noch ein bisschen Gras. Ah, hier oben haben wir auch noch Gras, ne? Das wäre gar nicht so blöd. Da oben, wo die... Was ist das für ein Feld? Da, wo die 28 ist, weil das hier alles rum ist. Alles Gras, ne? Oh, das ist jetzt aber eine geile Idee. Warte.
Du hast auf alle Fälle geschafft, Kollege. Ja, hub doch einfach noch ein bisschen mehr rum. Bin gerade hier dabei zu gucken. So, das ist ja, das ist ja alles schon meins, ne? Genau, das ist alles meins hier schon. Das heißt, hier kann man mähen, hier kann man überall mähen. Das kann man auch alles mähen. Ja, läuft. Das kann man alles mähen hier. Guck dir das mal an. Alles meins. Meins. Also ich glaube schon, dass da einiges rumkommen würde. Ich meine, wir werden jetzt nicht Millionär, ne? Das ist schon klar. Aber so ein bisschen. Das ist auch alles noch meins. Hier muss nochmal... Ah, hier muss gar kein Unkraut runter. Okay, läuft. Ah ja, siehst du? Nur hier noch. Perfekt, dann können wir eigentlich schon weiterspulen. Ja, ist doch gut. Hier, wie weit geht das hier? Ach, geht noch weiter, ne? Ja, siehst du? Ah, hier ist ja noch unser Feld. Das geht ja noch viel weiter. Ungefähr bis hier, oder? Genau. Bis hier und dann runter. Ja, ist schon einiges an Wiese, was wir haben. Mit dem Feld hier wäre es noch optimaler, weil hier oben ist noch sehr viel Fläche. Also, sehr viel. Also, hier macht dann wirklich nur Sinn mit einem Mähwerk vorne und hinten Ladewagen dran. Weil das ist so steil, da willst du nicht hochfahren, ne? Aber wenn man diese Parzelle auch noch kaufen würde, ne? Diese hier. Dann hätte man, dann könnte man das als komplette Grasfläche machen. Dann haben wir richtig geile Grasfläche, ey. 128.000 finde ich jetzt gar nicht mal so übel, also. Guck mal, hier ist auch noch Gras. Also, da hätte ich schon Pläne. Pläne wären da. Das ist jetzt so nicht das Problem. Muss halt alles noch zu Gras gemacht werden. Hier unten wird es auch immer größer. Also, merke, Ideen sind da. Die müssen irgendjemand ausführen. Das ist halt das Problem. So, das sieht auch gut aus. Jetzt gucken wir nochmal nach dem Striegel. Ja, fast fertig. Könnte man eigentlich vorspulen? Nee, möchte ich jetzt nicht riskieren. Nicht, dass der Auftrag dann abgebrochen wird, ne? Das wäre ja ziemlich schlecht, muss ich sagen. Aber unser Hof sieht schon ein bisschen geil aus. Also, bin ich nicht selbst verliebt, ne? Aber das haben wir wirklich gut gemacht, das muss man sagen. Finde den schon ziemlich sexy, muss ich ja. Ja. Ich habe jetzt von Randy gehört, dass es einen neuen Mod gibt, der dir die Pferde ausreitet. Keine Ahnung, muss ich mir mal anschauen für die Ravenport. Wäre auch eine geile Aktion. Aber muss ich nochmal schauen, ich will jetzt aber noch nicht vorgreifen. So, jetzt fahren wir hier mal rum. Fahren noch einen Meter zurück am besten. Oder geht sich das aus? Ne, wir fahren zurück, ist besser. Kleiner Streifen haben wir noch. Aber ich glaube, das ist alles Wiese hier, ne? Gucken gleich. So, Tempomat. Das ist alles Wiese, ne? Ja. Das ist alles noch unser. Genau, siehst du? So, warte, Helfer. Muss mal kurz gucken. Hier wird aber nichts angezeigt. Sojabohnen? Das kann ja nicht sein. Das sind Sojabohnen. Ach so, was ich gar nicht geguckt habe. Hinten haben wir ja auch noch ein bisschen Wiese, ne? Da, wo wir die Bäume gefällt haben. Stimmt. Da hinten, siehst du das Eckchen? Das habe ich ja komplett vergessen. Und was ist hier hinten? Weil da ist ja laut, das gehört ja auch alles noch uns hier, ne? Aber im Wald ist halt nicht so viel Wiese, das ist das Problem. Gibt es eigentlich wieder, vielleicht könnt ihr mal in den Kommentarbereich reinschreiben, bitte. Das wäre sehr nett von euch. Gibt es eigentlich wieder solche Mindestlimits, dass man wirklich so wieder 30% oder 15% reinmachen muss in den Siedel, damit man zudecken kann? Wisst ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ey. Das wäre wichtig, wirklich wichtig. Ja, die Bäumchen müssen wir auch nochmal wegmachen. Das kann man vielleicht mal einen Stream machen am Wochenende. Mal schauen, wie ich Zeit habe. Aber da hätte ich schon Bock drauf, dass wir da die Bäumchen alle wegmachen in so einem Stream. Das wäre gar nicht so verkehrt, ne? Okay, das will nicht funktionieren. Das heißt, wir haben jetzt noch den Helfer zu machen. Der Striegel ist fertig. Wir haben jetzt alles gestriegelt, bis auf das hier. Das ist halt ein bisschen doof. Aber hier ist auch noch ein kleiner Streifen. Aber mein Gott, wir wollen jetzt nicht mal päpstlicher als wieder Papst sein, ne? Hua, Nachbarsfeld, hallo, guten Tag. So, aber da ich das nicht in die Länge ziehen möchte, werde ich das jetzt auch hier beenden, das Video.
Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch, ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.